Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Freunde, guten Morgen. Wir haben Mittwoch und heute wurde ja schönes, sonniges Wetter angesagt, aber hier hängt eine Nebelglocke drüber und das macht unsere Pläne so ein bisschen zunichte. Ich zeige euch mal, wo wir jetzt stehen. Ist eigentlich ganz cool. Sieht zwar jetzt nicht so aus, ne? Ist aber auf jeden Fall ein gratis Stellplatz. Und hier standen wir schon ein paar Mal. Einige von euch wird das wahrscheinlich, also die werden sich erinnern daran. Das ist halt in Zwickau an der Mulde. Ist jetzt trocken, aber irgendwie doch feucht, ne? Eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft und diese Dunstglocke, da sieht es schlecht aus mit Freizeitpark, aber wir machen jetzt so und so erstmal zu meinen Eltern Mittagessen. Heute gibt es Kartoffelpüree und ja, keine Ahnung, gibt es Leber oder gibt es Frikadellen, wir werden es sehen und danach schauen wir mal, was wir so tun. Also wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und seid erstmal gespannt.
So Freunde, hier ist die versprochene Pilzpfanne von den Pilzen, die wir gestern gefunden haben. Boah, freue ich mich jetzt schon drauf. Ich kann sie glaube ich auch alleine genießen. Tommy liegt schon, 19.39 Uhr, bewegt sich zwar noch, aber ist fix und alle. Und Anna ist draußen, telefoniert. Ja, ich lasse mir das erstmal schmecken. So. Hier, diese Hecken müssen alle raus. Hinten auch. Hier drüben. Wird spannend. Ah, schöne Garten. Ja. So Freunde, kleiner Zeitsprung. Wir haben jetzt Freitag. Und schaut mal, wo wir wieder stehen. Vielleicht kennt ihr das noch. Genau, richtig. Görlitz am Berzdorfer See. Eigentlich schönes Wetter, aber hier am Wasser ist es schon ganz schön windig. Und ich habe meine externen Mikrofone jetzt gar nicht dran. Ich hoffe, es rauscht nicht zu sehr. Ja, kleiner Zeitsprung. Ja, also es lief halt die Beerdigung, wie ich euch das schon erklärt habe. Und ja, mir war es so die letzten zwei Tage eigentlich nicht so zwecks Film. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber jetzt hat die Kamera noch aufgehört zu filmen. Also wie gesagt, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel noch drauf war. Ja, es war überhaupt nicht mir zum Filmen zumute, aber es geht weiter. Ne? Also wir sind jetzt in Görlitz, haben heute schon den ersten Tag im Garten gemacht, weil die müssen wir ja noch übergeben. Ja. Gibt da so kleine Probleme, aber das erkläre ich euch morgen im Garten. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier wieder in Görlitz am Berzdorfer See und ist gar nicht so viel los. Stehen jetzt hier gerade mal drei Wohnmobile und schaut mal, ist das nicht schön. Wenn der Wind jetzt nicht schwer, würde ich sogar mal die Drohne aufsteigen lassen, aber ich glaube, das mache ich dann morgen früh. Aber das können wir auch nicht so spät machen, wir müssen um 10 auf jeden Fall im Garten sein, weil dann kommt schon mal einer von den Gartenvorständen. Ja. Uns geht es jetzt erstmal soweit gut. Wir stehen super. Die stellen sich gleich mal alle so hin hier. Auch nicht schlecht. Und zu weniger passen hier drauf. Naja. Tommy wird Bett fertig gemacht. Ja. Vielleicht schwimme ich heute noch so ein bisschen. Ne? Es geht bei mir so ein bisschen aufwärts. Kommt wieder in Kamerastimmung. Und ansonsten dann morgen ganz normal weiter.